Als Jimmy ein Kind war, floh sein Vater, der von Soldaten gejagt wurde, an die Grenze eines Nachbarlandes. Seine Volksgruppe, die Karen, wurden damals verfolgt. Schließlich gelang auch Jimmy die Flucht durch den Dschungel und er fand seinen Vater wieder. Zusammen erreichten sie ein Flüchtlingslager in Südostasien. Jimmy ging im Lager auf eine adventistische Schule, die von Helen Hall, einer australischen Missionarin, geleitet wurde. Nach seinem Abschluss bat sie ihn zu unterrichten. Eines Tages versprach ihm ein Besucher aus der Stadt, seine Ausbildung zu finanzieren. Er studierte Theologie und koordinierte später die Arbeit unter den Karen. Er gründete Gemeinden, Waisenhäuser und Schulen für die Flüchtlingskinder und organisierte Essensausgaben. Später kam er im Rahmen eines Umsiedlungsprojekts nach North Carolina in die USA. In den ersten 2 Jahren hatte er bereits 3 blühende Karen-Gemeinden gegründet und fand ständig mehr adventistische Flüchtlingsfamilien aus seiner Volksgruppe in Nordamerika. Circa 160.000 Karen-Flüchtlinge leben in den USA. Viele von ihnen versuchen, sich an den Lebensstil im fremden Land anzupassen. Einige haben Zuflucht und Unterstützung in der Adventgemeinde gefunden, vor allem dort, wo sie mit anderen Karen-Flüchtlingen Gottesdienst feiern können. Ich habe mehr Freunde hier in der Karen-Gemeinde. Hier können wir unsere Sprache sprechen und verstehen einander. Wenn wir in eine amerikanische Gemeinde gehen, verstehen wir uns nicht, weil wir kein Englisch können. Es ist sehr wichtig, den Gottesdienst in unserer Sprache zu haben, weil wir dann die Predigt verstehen oder das Evangelium weitergeben können. Es ist wichtig, weil wir die Gemeindeglieder und den Pastor kennen. Wenn wir uns direkt verständigen können, dann ist das besser. Sonst müsste jemand, der Hilfe braucht, sich an den Dolmetscher wenden. Und der müsste es dem Pastor übersetzen. Wir wollen unsere persönlichen Probleme nicht irgendjemandem erzählen. Hier können wir direkt zum Pastor gehen. Jimmy Shue ist für mehrere Karen-Gemeinden in North Carolina zuständig und ist innerhalb der nordamerikanischen Division der Ansprechpartner für Gemeindegründungen unter den Karen. Pastor Jimmy hat viel für die Volksgruppe der Karen getan. Zuallererst versuchte er, alle die zerstreuten Gemeindeglieder, die in die Vereinigten Staaten kamen, zu organisieren. Alle 3 Jahre haben wir eine Familienfreizeit überall dort, wo es eine Gemeinde gibt. Alle Familien treffen sich, um Gemeinschaft zu erleben. Wenn er das nicht planen würde, gäbe es keine Zusammenkünfte. Wir würden jeder in seinem Staat leben und uns nicht kennen. Auch die jungen Leute treffen sich bei diesen Gelegenheiten und sind dadurch aktiver in der Gemeinde. Ich liebe es, zusammen Gottesdienst zu feiern und zu singen. Es ist einfach schön, wie die Karen das machen, weil es wirklich gut klingt, wenn sie singen. Es hört sich so schön an. Ich glaube, Jesus hat ihnen ihre Stimme gegeben. Die adventistischen Karen-Gemeindeglieder in Nordamerika haben Pastor Jimmy gebeten, sie zu betreuen, weil viele von ihnen noch nicht fließend Englisch sprechen. Er gründet immer wieder neue Gemeinden in diesem Gebiet. In diesem Quartal soll ein Teil der 13. Sabbatschulgaben den Dienst an Flüchtlingen und Einwanderern innerhalb der nordamerikanischen Division unterstützen. Das Geld soll auch anderen Gruppen ermöglichen, solche Treffen zu veranstalten. Außerdem sollen damit Stipendien finanziert werden, damit die jungen Leute auf adventistische Schulen gehen können. Bitte betet dafür, dass diese Menschen sich bei Jesus geborgen fühlen, wenn sie sich in einem neuen Land einleben. Danke für eure finanzielle Unterstützung.